Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schatten des Krieges. Wir sind immer noch dabei, die Würmer zu verhören. Und du gehst drauf. Glaubst du, du kannst einen Schlag mit der Axt ins Gesicht überleben? In Ordnung. Ich suche eine Axt, sobald wir hier fertig sind. Das war's. Das ist meine letzte Nacht in Mordor. Ah, die gehören schon mir alle drei. Hätte ich auch mal so gucken können. Aber wenn du dort unten stehst. Du gehörst jetzt auch noch mir. Und du gehst so drauf. Damit ich den aushorchen kann. Das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Sagen wir Eltariel, was wir wissen. Das ist für Sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und Sie die Ihre. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. Der hat mich gesehen. Oh. Na, sowas ist ja schon tot. Schwach. Und sowas nehme ich in meiner Armee auf. Komm. Der letzte, der hier noch lebt, kommt auch noch mit zu mir. Wenn diese niederen Kreaturen so schwach sind, brauchen wir halt viele. Quantität statt Qualität. Es muss das nächste Lager sein. Du, mein Freund, bist Quantität. Der Kumpel hier ist nicht mehr dein Kumpel. Der ist jetzt auf meiner Seite. Weniger quatschen, mehr kämpfen. Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hedir nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hädie sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Jo, genauso wie die Köpfe unserer Feinde. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Oh, nochmal 200 mehr. Genehmigen wir uns doch gleich mal den Fähigkeitspunkt. Was ist denn noch ganz nett? Aus der Luft herausschießen. Grau reiten. Ja, dann können wir noch später Reittiere rufen. Schatten aufsitzen. Und Drachen reiten. Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von Reiten. Tödlicher Geist. Achso. Was kann das hier? Geisterkette. Ab damit kann ich Kettenangriffe durchführen. Das klingt gut. Und hier ist Giftranken. Ziele auf ein Grogfass und drücke G, um es von weitem zu vergiften. Ah, das klingt doch ganz nett. Und terrorisieren ist für diejenigen, die meine Untertanen töten. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, Müll. Kann ich das irgendwie wegschmeißen hier? Da zerstören vor. Ja, aber wie zerstöre ich das?
3. Ah. Oh, das kann ich nicht? Ach so, weil das meine Standardrüstung ist. Haben wir mal einen neuen Bogen? Nein. Zerstören wir die halt alle. Und das hier, achso, das ist der, das Set-Symbol. Die drei Türme ist jetzt verfügbar. Da hinten. Gehen wir doch mal schnell dahin. Der Hexenkönig will zurück, was er verloren hat. Er wird nur noch mehr Verluste erleiden. Hier drüben ist noch so ein Monument. Ja, hinter dir. Oh, das ist sogar ein Chef. Ey! Au! Du bist böse. Naja, hier schlägt deine Alarm, ist mir egal. Au! Ich werfe mir zu viele. Du bist am Werfen, du bist am Werfen. Und mehr sehe ich jetzt nicht. Na doch, da hinten. Oh, okay, der mag's nicht zu hüpfen. Sag mal. Aua, Falle, nicht gut. Okay, das mag er nicht. Ah, ich könnte sogar noch schnell raushüpfen. So, du wirst eingefroren und trägst das mal. Poliertes Juwel des Wohlstands. Kann ich dich jetzt auch einfrieren? Nein. Du magst Schmerzen? Oh, keine Pfeile mehr. Hinrichten konnte ich noch gerade nicht. Nein, nicht gut. Komm her! Ey! Da war eine Falle! Nicht gut!
Heil dich! Ich will den nicht töten! Wo sind hier Pfeile? Da. So, du weg. So, und du kommst jetzt zu mir. Du wirst rekrutiert. Und du wirst weiterkämpfen. Ja, du musst. So, Ruhe hier. Zeit für eine Hinrichtung? Na, noch nicht. Ah, komm her, greif an. Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Okay, Bruce. Markiere deinen neuen Gefolgsmann. Brute. Was? Heißen die beide so? Okay. 3 zum Befehligen. Und mit Leertaste zum. Leibwächter. Ach, der ist Bruce und der ist Brute. Was? Neue Verbesserung, Leibwächter herbeirufen. Gefolgsleute, die als deine Leibwächter dienen, können jetzt herbeigerufen werden, um an deiner Seite zu kämpfen. Ah, sehr schön. Aber der ist schon da. Mal gucken, was passiert. Okay, der bleibt einfach da. Und das Ding machen wir jetzt mal kaputt. Jetzt haben sie nur ihre Bestien. Damit werden sie mich nicht aufhalten. So, und jetzt rennen wir erstmal dahin. Oh, hallo. Ach, das ist sogar... so ein starker Typ hier. Es kommt die Zeit, sich seine Angst zu stellen. Hier bin ich. Das ist der Haarige. Das ist nicht so gut. So einfach kriegst du mich nicht. Aua! So nicht. Aua. Wo
bin hinter dir, du Idiot. Und? Okay, da konnte ich jetzt nicht wirklich weit weg. Komm du her. Du bist doch oben drauf. Okay, das magst du nicht. Gut. Sollte ich auch lernen. Wo bist du? Schnell. Funktioniert zwar nicht, deswegen beschämen. Ah, jetzt nur noch Stufe 12. Du bist meiner. Beuge dich. What? Ey! Das muss wehgetan haben. Und Ruhe. Die paar hier reichen mir schon. Komm her, mein Helferlein. Da ist er doch schon, oder? Ne, das ist der, den ich übernommen hab. Wo ist mein Kollege hier? Im Hinfallen. Wo ist der Karagor? Da. Hey. Komm auf. Nein. Den da. Kämpf für mich. Der Sänger ist nun hier und alle sie frohlocken. Ich sehe es ihnen förmlich an, da bleibt auch kein Auge trocken. Willst du mich verarschen? Ruhig bleiben, Junge. Der ist genauso wie das Mahnennest, gegen das wir schon mal gekämpft haben. Nur, dass er nicht ganz so viel kann. Ey. Los, steh auf. Komm her. Lass uns singen. Willst du mich verarschen? Erzürnt durch tödliche Wunden. Lass uns singen. Au. Will er mich jetzt zu Tode singen oder was? Oh. Der Orkschlechter. Geheimnisvoller Retter. Was auch immer das ist, ich verspeichere es. Ja, ich habe eine neue Rüstung, aber hier hinten blutet jemand. Ich rette dich. Frage ist nur wie. Ich sterbe hier, Herr! Glückwürdiger Tag! Ich bin auf der Spur! Na, mit E. Nein, nicht klettern. Einfrieren und weghauen. Weniger kämpfen, mehr sterben. Aua, ich sehe nichts.
kann man jemanden zumindest kurzzeitig aus dem Weg räumen. Schnauze halten! Du auch! Du sollst auf meiner Seite kämpfen. Los, kommt her! Eigentlich wollte ich den ja haben, den mit den zwei Äxten, aber... So nicht! Und du... Ach komm. Ich brauch Leben. Du kommst auf meine Seite. Sind wir hier jetzt fertig? Nein. Oh, der hat doch zwei Äxte. Kämpf für mich. So, hier ist irgendwo noch so ein Wort. Da. Und jetzt gehen wir endlich mal hier zur Mission. Nein. Oh. Ich warte erstmal weg hier. Oder? Kann ich auch so starten? Ja. Die drei Türme. Itaril hat Nazgul in der Nähe gesichtet. Untersuche die Gegend, um zu erfahren, was sie planen. Machen wir doch. Ihr Kampf ist zwecklos, Waldläufer. Du erreichst nichts. Die Hähne gehören den Hexenkönig. Das werden sie nicht. Mit einem Karagor wären wir schneller vor Ort. Ja, kommt drauf an. Ah, da ist einer. Sobald wir die Türme wieder eingenommen haben, suchen wir nach Eltariel. Sie muss erfahren, was geschieht. Möglicherweise beobachtet sie uns bereits. Jetzt mal kurz Scheiß auf die Edelsteine. Ey, die werfen! Der ist benommen. Ich häng hier ein bisschen fest. Da. Okay, viel Schaden macht man damit ja nicht. Und dich töte ich einfach mal. So. Da war ein Meuchler. Klinge auserwählt wurde. Ich maße mir nicht an zu wissen, was in Elbenköpfen vor sich geht. Sicherlich wird diese Galadriel die Beste schicken. Ich stelle nicht in Frage, ob sie die Beste ist, sondern nur, ob sie die Erste ist. Das weiß ich auch nicht.
Und ich muss sagen, so ein Karagor ist echt schnell. Ich sichere diesen Turm dem Hexenkönig. Nichts hindert mich an diesem Auftrag. Bestialischer Raus. Okay. Okay, das ist ein bisschen assi gerade. So, jetzt den festnageln und dann dich um die hier kümmern. Menschenwurm, du bist der Wurm, ich bin der helle Herrscher. Wie gefällt dir das hier? Du kommst zu mir. Na gut. Wenn du nicht willst. Mit dir. Den dritten Hedia erreichen. Diese Auserwählten sind sehr hartnäckig. Es war weise von den Nazgul, sich solch mächtige Diener zu schaffen. So mächtig die Auserwählten auch sein mögen, das Ritual, in dem sie gekürt werden, ist ihr Schwachpunkt. In der Tat. Wenn der letzte Turm uns gehört, sollten wir zusehen, dass wir die Ritualstätte finden. Hallo? Jetzt. Komm her, doofes Vieh. Kostet alles nur Zeit. So, kurz auf die Karte gucken. Hier sind wir richtig. Hier sind wir ja in der letzten Folge schon mal lang geritten. Ich glaube sogar lang geritten. Weg da! Blöde Viecher. Oh, Stufe 22. Du kannst mich nicht aufhalten. Dieser Hedir gehört dem Hexenkönig. Den habe ich aber nicht gerufen. Und du ebenso, Waldläufer. Tod den Menschen! Aua! Wie ist das? Du kannst nicht widerstehen. Okay, das ist gerade ein bisschen doof. Nein, tue ich nicht. Da sind ein paar viele hier. Au! Ey, da gab's keine Meldung. Unfair. Genau in meine Fresse.
gemeinsam dienen wir dem Hexen. Und ich habe keine Pfeile mehr. Zeit zum Meucheln! Nein, ich gehöre nicht dem dunklen Meister. Kann ich das jetzt mal machen hier? Geht nicht. Komm schon, ich will dich verbannen. Geht nicht. Jetzt. Du bist der Nächste. So, jetzt liegt er am Boden. Okay. Nein, ich habe keine Helmgeschosse. So einfach kriegst du mich nicht. Und dich töte ich jetzt. Nein, hoffentlich. Stirb, dreckiger Menschenabschaum! Du stirbst! Kann ich zwar nicht übernehmen. Aber ich kann dich beschämen. Das würde ich jetzt zwar aktuell nicht sagen. Aber egal. Der ist verrückt geworden. Sehr schön. Und da wir den Auftrag abgeschlossen haben, beende ich die Folge an dieser Stelle. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.